Hallihallo, hier ist der Gusor. Es grüßt euch ein kleiner Spielfreak, der die 10k Abos geknackt hat. Bitches! Sehr geiles Ding. Also, Abo kommt natürlich dann, beziehungsweise Abo, das Video dazu mit den ganzen Checks und den Spenden kommt natürlich noch. Erstmal muss ich hier noch ein bisschen was getten, würde der kleine Diziak sagen. Und zwar habe ich gesehen, dass ich auf dem Account nur noch 500 Dunkles brauche und dann könnte ich meinen King gerade wieder so ein bisschen schlafen schicken und das würde ich natürlich gerne machen. Danach würde ich natürlich wieder wechseln und mir noch ein bisschen Dark Elixir holen. Ah, sehr geil. Sehr geil. Ich will jetzt hier auch nicht... Ich komme da nicht rein. Und deswegen muss ich gemein sein. Ich weiß, alle anderen sagen jetzt, blitzen. Ja, egal. Ich kann danach euch mal einen Log zeigen. Ich meine, ich werde genauso geblitzt, drauf gekackt. So ist das Leben. Und jetzt hoffe ich mal, dass ich mir noch ein ganz kleines Büssel aus dem... Ich zoome mal ein bisschen ran. Aus dem Bohrer holen kann, dass da ein ganz kleines bisschen noch drin ist. Weil viel brauche ich ja nicht mehr. Um da richtig Action zu starten mit dem King. Ich hoffe hier Mic-mäßig. Doch, es müsste eigentlich alles gut passen. So, und jetzt da noch eine kleine bisschen in die dunkle Bohrer rein. Komm. Nein, Alter, nein. Hat der echt alles im Lager? Ist das ein kleiner Sack? Ich meine, ich kann es ihm ja nicht verübeln. Denn war er wohl gerade online. So, noch ein kleines bisschen. Noch einer. Irgendwo müssen wir noch ein bisschen was herbekommen. Aber das sollte kein Thema sein. Weil jetzt habe ich den Bauarbeiter gerade frei. Wäre ja fail. Warum soll ich denn irgendwo... Ist auch nicht schlecht lootmäßig. Ich meine, ganz ehrlich, 128k. Aber ich will jetzt erstmal das Dunkle. Ich will das Dunkle erstmal fertig haben und dann sehen wir weiter. Da können wir das Dunkle... Hier. Ja, ja. Hier machen wir ein kleines Ablenkungsmanöver mit ein paar Goblins. Und nebenbei auch nochmal hier. Gucken wir mal, ob da irgendwo eine Bombe ist. Und ansonsten reicht mir das sogar schon. Sieht natürlich aus wie der übelste Fail-Angriff. Plus ich brauche doch nur das Dunkle. Aber ich meine, wenn ich hier natürlich noch ein bisschen Dunkles getten kann, dann bin ich dann natürlich auch dabei. In dem Bereich wäre das natürlich eine nice Nummer. Genau. Ja, ihr Goblins, ihr geht da mal rauf. Achtet, wart schon wieder. Schitte. Aber kriegen wir hin, läuft bei uns doch. Ah, soll ich den King noch so ein bisschen... Nee, ich denke mal, das sollte. Ah, ich meine, wenn ich ihn hier hin droppen würde, würde eh nichts passieren. Weil dann wäre es außerhalb der Range vom Minenwerfer. Und so können die jetzt hier noch ein bisschen was... Konnten die noch ein bisschen was machen? Haha, und dann reicht es auch. Egal, reicht uns doch vollkommen aus. 270 Dunkles. Und wir schicken den King schlafen, dass der wieder ein bisschen nach oben kommt. Kasernenmäßig ist schon relativ chillig am Laufen. Ich habe, glaube ich, 2 mittlerweile auf 10. Also das ist ganz, ganz enorm gut. Und kommen die nächsten natürlich auch noch. Bloß klar, da brauche ich natürlich dann auch wieder ein bisschen. Ach komm, nehmen wir 2 Kasernen mit Kobolden, dann passt das auch. So, das war's dazu. Ich mach kurz einen Cut. Und da bin ich wieder. Und hier haben wir unseren, ich sag mal, großen Account. Und da geht natürlich wieder ordentlich die Luzi ab. Ich hab mir ein bisschen was erfarmt. Ich sag mal, ja, kurz vor den... Hier, jetzt komme ich nochmal ganz kurz zu den Sachen hier von wegen Blitzen. Hier, ich meine, da wurde nicht geblitzt, aber hier... Soll ich jetzt sagen? Nee, also das sehe ich wirklich absolut gar nicht so. Fertig aus. Ich meine, ein Blitz ist genauso da wie alles andere. Aber der hat mich richtig auseinandergenommen. Ich habe mir das selber noch gar nicht angeguckt. Ich hatte es nur kurz auf dem Handy gesehen. Ich glaube, der ist von unten irgendwie gekommen.
weil ich ja hier schon meine Mauern noch besser mache, aber der hat mich so richtig aus. Der hat mir wirklich alles genommen. Also wirklich, ich hatte danach irgendwie noch 10k von beidem oder sowas. Und dann hat er halt gesagt: Gut, okay, dann save ich meine Queen. Also die Queen hätte sogar noch viel mehr Damage gemacht, wenn sie gewollt hätte. Also von daher, der hat mich wirklich komplett auseinandergenommen. Aber richtig komplett. Yeah, da kommen Glückwünsche zu den 10k-Abos. Das ist natürlich sehr geil. Hier, ich hatte sogar, also man kann nicht mal sagen, oh, meine CB war leer. Es lief einfach scheiße für mich und der Gegner war gut. Und da muss man auch drüber lachen können. Also, was soll man denn sagen? Oh, hier, warum hat der Sack mich angegriffen? Naja, weil ich Ressourcen hatte, oder? Weil ich Ressourcen hatte. Und, klar, also da, aber wie gesagt, das ist wirklich einer der ganz, ganz wenigen Angriffe, die überhaupt gemacht wurden, wo ich dann halt eben so krass angegriffen wurde. Woran liegt das natürlich? Ich meine, wenn ich in der Liga in Gold 3 rumrenne, werde ich natürlich von relativ guten Gegnern eher wenig angegriffen, ganz klar. Also das brauchen wir auch nicht weiter erzählen. Aber wie gesagt, hier bin ich noch richtig gut am Machen, sage ich mal, dass ich die hier jetzt auch noch fertig kriege. Und dann bin ich gut dabei. So sieht's aus. Also danke nochmal Mario an dich für die Glückwünsche im CK-Bereich, im 10K-Bereich. Danke Mario. Per Facebook. So, zack, 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 zack. Wollen wir nochmal eine Loot-Rakete? Nee, ich will eigentlich nicht. Ich will eigentlich nicht. Aber dann habt ihr jetzt wieder gesehen, was denn. Oder eigentlich, naja, eigentlich können eh gleich andere Truppen, weil spenden tut man ja eh was anderes. Was wird denn gefordert? Gefordert werden doch garantiert Packers. Ohne Ende. Und ich denke auch mal hier und da ein Drache. Könnte ich mir auch gut vorstellen. Magier auf jeden Fall. Und was noch? Noch ein paar Packers? Egal. Machen wir mal. Hexen werden immer geil gefunden. Schweine eigentlich auch, aber. Oh, da seht ihr mal, wie krass das wieder runtergeht. Aber egal. Egal. So. Jetzt machen wir einen Angriff, dass wir, wie gesagt, diese Loser-Truppen rausbekommen. Dann gehe ich nämlich nochmal arbeiten. Dann haben die Truppen nämlich nochmal zusätzlich, die ersten paar Truppen schon mal zusätzlich Zeit, sich zu bauen. Und danach wird gejammt. Danach wird einfach Hardcore-mäßig gejammt. Und wenn meine Gems alle sind, dann müssen halt neue gekauft werden. Fertig. In dem Fall. Wer für App-Bounty reicht es noch nicht? Es könnte sein. Also ich habe ja heute gerade das App-Bounty-Video rausgehauen. Wenn ich dadurch genug Codes kriegen würde, würde ich. Nice, Junge! Nice, nice, nice! Der Guseler freut sich. Auf jeden Fall. Normalerweise würde ich direkt von da rangehen, aber eigentlich wäre natürlich die gesamte Breitseite auch nicht so schlecht. Breitside. Ah, was machen wir da? Nee, wir gehen barge-mäßig ran. Gucken wir mal. Ja, war klar, deswegen nicht zwei riesige Sachen hier lang ballern, sondern erstmal eine Session hier langziehen. Gucken wir mal, Kobis, die sollten das hier leicht und schneller clearen als die Barbaren. So, und jetzt haben wir hier genügend, um die Mauerbrecher, natürlich, die Mauerbrechertürme, auf jeden Fall. Bei denen läuft es besonders gut, weil die werfen einfach mal mit Bomben. So, wie ihr seht, seht ihr noch gar nichts. So, jetzt würde ich mal sagen, langsam muss der King und die Queen auch ran, weil hier muss ein bisschen was getankt werden. So, und jetzt denke ich, sollte das cool sein. Noch die drei Magier ran und dann ist das chillig, denke ich. Und jetzt garantiert da Bombe? Oh, na, jene, das ist ja Pillepalle. Danach guckt ja keiner. So, und jetzt hier, weil wir wollen hier richtig Action machen. Town Hall ist noch nicht down, also das könnte sein, dass wir das nicht kriegen. Aber wen interessiert das? Wir wollen Loot. Katsching, katsching.
und eine coole Nummer. Ich meine, aber sind wir ehrlich, auch wenn es jetzt schlechte Truppen waren, aber klar, also jetzt in Town Hall 8er sollte man jetzt ganz easy two-starren, das sollte jetzt nicht so das Problem werden. So, der ist aber auch durch, aber ich habe mein Loot, den ich haben wollte, habe ich komplett bekommen. Habe ich wieder zwei, drei Riesen. Nee, drei Riesen sind es nicht ganz. Nee, nee. Drei Riesen, drei Hexen. Zwei Hexen sind es gerade geworden. Aber das passt. Macht voll. So, Nova kriegt auch schon was. Der kriegt schon mal einen Magier von mir. Bam. So. So, bin off, muss arbeiten und komm später wieder fürs Special. So, zack. Dass die halt eben auch Bescheid wissen, was los ist. Jetzt hoffe ich, dass ich nicht nochmal überrannt werde. Genug Alex habe ich da. Wie gesagt, das ist am Bauen. Und dann werden Gems gewastet. Posteingang. Glückwunsch. Ja, vielen Dank. Vielen Dank dafür. Das soll es gewesen sein. Ich wünsche euch was und ihr haut rein.